Werte Gemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um Abschied zu nehmen von einer Petition, die so viel Potenzial hatte und die aus unserer demokratischen Mitte gerissen wurde, von einer Sekunde auf die andere. Und zwar von einem Rechtsanwalt, der eigentlich Moderator sein wollte und der es dann versuchte auf Anfang seiner Karriere und dort schon seine zukünftige Ehefrau Katharina Kostolmein kennenlernte. Wir trauern heute um dieses Recht auf eine freie Meinungsäußerung, die hier in unserer Stadt Münster, der Stadt der Hexenverbrennungen und der Stadt der Freundlichkeit, wie es Aktionskünstler Thomas Nufer einmal nannte, und wie er davon dabei unterstützt wurde von unserem wunderbaren Oberbürgermeister Markus Lewe, der leider kein einziges Mal sich anschloss an unsere vielen, vielen Demonstrationen durch diese wunderbare Stadt.